Ja, ich will jetzt noch ein paar Bemerkungen zu dem Hauptsatz machen. Also nochmal wirklich konkret sagen, warum das so ein wichtiger Satz ist. Und das ist halt, weil er zwei Probleme miteinander verknüpft, die erstmal eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Ich, nämlich, er verknüpft das bestimmte Integral mit der Ableitung. Und das entspricht ja zwei verschiedenen geometrischen Problemen, von denen vielleicht erstmal gar nicht ganz klar ist, dass die wirklich zusammenhängen. Nicht? Also die Bemerkung, Teil 1, also der Hauptsatz verknüpft zwei a priori verschiedene geometrische Probleme. Und das eine ist halt die Berechnung vom bestimmten Integral, was ja der Berechnung des Flächeninhalts unter der Kurve entspricht. Also das Integral von a bis b, f von x, dx, ja, das entspricht ja der Berechnung der Fläche unter der Kurve f von x. Also die Berechnung des Flächeninhalts unter der Kurve f von x von a bis b. Und das zweite ist die Ableitung von der Funktion, also f'. Ja, und das war ja geometrisch, war das ja die Berechnung der Steigung der Tangente an die Kurve. Nicht? Also f' entspricht der Berechnung der Tangente an die Funktion f von x. Ja, und das sind ja erstmal zwei verschiedene Probleme, aber das, was der Hauptsatz uns sagt, und was ich im Beweis eigentlich gezeigt habe und eigentlich auch in der Motivation hoffentlich schon klar gemacht habe, ist, dass halt die Ableitung dieses Integrals hier nach seiner oberen Grenze, dass das genau die Funktion gibt. Ja, dass das quasi, dass die Tangente an diese Funktion hier, also an die Tangente des Integrierens, gegeben ist durch diese Funktion f selber. Ja, das ist es. Und gut, also formal sagt das hier, dass Integrieren und Differenzieren inverse Probleme sind. Das ist eine, das andere wieder rückgängig gemacht. Nicht? Also eine andere Art, das hier zu sagen, ist halt, dass wenn ich das Integral über die Ableitung nehme, kriege ich die Funktion zurück. Also wenn ich erst ableite und dann wieder integriere, kriege ich das zurück. Ja? Wobei hier das Integrieren jetzt als bestimmtes Integral zu verstehen ist, ne? Weil das unbestimmte Integral als Stammfunktion haben wir ja quasi so definiert. Und andersrum ist es genauso. Also ich kann erst integrieren und dann ableiten und dann kriege ich die Funktion auch wieder zurück. Ja, das war das, was wir im Beweis vom Hauptsatz eigentlich gezeigt haben. Das war die Hauptarbeit dabei. Na, wobei ich hier immer bestimmte Integrale meine und hier natürlich dann das als Funktion von der oberen Grenze auffasse und danach differenziere. Gut, also okay, das ist also diese wichtige Sache, dass hier wirklich zwei verschiedene Probleme erstaunlicherweise miteinander zusammenhängen und durcheinander ausgedrückt werden können. Gut, eine andere Sache, die ich vielleicht dann auch noch als Bemerkung geben will, ist natürlich, dass diese Notation, dieses Integralzeichen, was ich bei dem unbestimmten Integral, also bei der Stammfunktion, einfach ad hoc eingeführt habe, dass das beim bestimmten Integral, wenn ich also den Grenzwert von Summen nehme, dass das dann natürlich einen Sinn macht, nicht? Also dieses Integralzeichen ist eigentlich die stilisierte Version, infinitesimale Version vom Summenzeichen. Nicht? Also die Interpretation von diesem bestimmten Integral von AB f von x dx als Grenzwert von der Summe ja, macht natürlich auch klar, warum ich diese Notation benutze. Nicht? Also das erklärt die Notation. Also im Prinzip war es ja so, dass die Summe f von xi Delta xi konvergiert gegen das Integral f von x dx. Also dieses Summenzeichen,
wird dieses stilisierte, langgezogene S, das Integralzeichen, ich, und dieses Delta hier, das wird ersetzt durch D. Also D von irgendwas sind ja immer differenzielle Versionen von meinen Größen. Ne? Gut, wobei natürlich das D von X selber an für sich macht keinen Sinn, sondern nur diese Kombination. Nicht? D von X kann ich natürlich sagen, wenn das geht im Limes gegen 0, das wird eine unendlich kleine Größe. Nicht? Aber ich summiere ja immer hier über mehr und mehr Terme. Also die Kombination von dem mit dem, nicht? Also die Kombination, dass ich hier über viele kleine Terme summiere und dann was Endliches rauskriege, das macht natürlich Sinn. Das dx selber ist nur ein formales Objekt. Nicht? Also man kann dieses Ding hier nicht irgendwie auftrennen in das Zeichen und in das Zeichen. Gut, das waren diese Bemerkungen zur Integralbedeutung und Notation.